Recht herzlich willkommen zur 20. Folge von Factorio. Ja, und da sind wir wieder drinne. Unsere beiden Forschungslabore sind kräftig am Laufen. Das heißt, es kann auch nicht mehr lange dauern, bis das Auto da fertig ist. Zoomen wir mal rein. Ja, Tränke sehe ich jetzt hier momentan keine. Elektroteile laufen, Fließbänder laufen. Hier unten kommt das Eisen vorbei. Da sind rote Tränke unterwegs. Aber ich sehe keine grünen. So. Da fehlt es an Roboterarm. Ja, die wurden hier gemacht, oder? Da fehlt es an Eisenplatten immer noch. Und Zahnräder auch nicht. Zahnräder ist schon mal kein Ding. Und Platten habe ich gerade mal 7 dabei. Na, dann tun wir die da reinstecken. Dann geht es da auch wieder ein bisschen voran, ne? Ja, beide sind jetzt aus. Nix mehr da, ne? So. Ach so, das ist eine rote Flasche, die da durch Kohle verdeckt ist. Und die Eisenplatten müssten wir dann mal gucken, ne? Was macht's denn hier alles so? Da steckt schon mal eine falsch drin, hat also auch wieder gut geklappt. Ja, weiß nicht, wie es da aussieht, ob da Eisen benötigt wird. Der läuft aber auch gerade nicht. Die Fließbänder schaffen gerade hier ohne Ende. Ach hier, die innere Seite ist jetzt ein Stau. Okay. Warum läuft's nicht? Da bewegt sich nichts. Da ist alles am Stehen. Hier unten auch. Da bewegt sich nichts auf der Spur, weil hier irgendwo ein Problem vorliegt, kann das sein? Okay, dann mal F gedrückt, wenn ich an der richtigen Position bin, ne? Wie komme ich nur an diese Position dran, um da was wegzunehmen? Ah, jetzt hat's geklappt. Und dann läuft's auch wieder. Da weiß ich auch nicht, warum das da jetzt passiert ist. Keine Ahnung. Na, jetzt läuft's auf jeden Fall. So. Da fehlen jetzt die Eisenplatten, die sollten aber vielleicht demnächst vorbeikommen. Da oben habe ich Zahnräder laufen sehen. Hier überall Fließbänder. Ah, da kommen die ersten Eisenplatten hier. Okay, die werden dafür Zahnräder gebraucht. Auch interessant. Da aber nicht. Aber da werden auch Tränke gemacht, naja. Okay, die werden jetzt gerade da alle abgefetcht. Aber es läuft schon ein oder andere durch. Okay, jetzt gehen sie durch. Was haben wir hier? Kupfer. Das wird also die Eisenplatten durchlassen. Hier wird kein Eisen gebraucht, nur Zahnräder. Und hier wird Eisen gebraucht. Aber irgendwo war noch eine Flasche unterwegs, die ich nicht gesehen habe. Da ist das Automobil geschafft. Wunderbar. Gut. Jetzt sollen wir ein Automobil bauen. Wo finde ich das denn? Verbrennungsmotorenbestandteil, okay. Sehe ich nicht. Ach da, Auto. Okay, nicht genug Komponenten. Verbrennungsmotorenbestandteil. Da. Dieses Teil kann nicht von Hand gefertigt werden. Dafür brauche ich zweimal ein Rohr.
Stahlträger brauchen wir auch. Dafür brauchen wir Zeit und Stahlplatten. Und das würde dann ja bedeuten, dass man die hier oben machen kann, ne? So, wir müssen mal näher ran, dann geht das auch, ne? Ja. Die Eisenplatten werden da hergestellt, das ist mir schon klar. Ach so, dann ist das hier drin irgendwo zu produzieren. Gucken wir mal rein. So, hier war das, ne, oder? Nee. Wo bauen wir das? Das ist jetzt die Frage, ne? Wir müssen irgendwo... So, warte mal. Fürs Auto, das war hier, da unten. Die Eisenplatten können wir schon herstellen. Stahlträger, ab und zu war ja einer unterwegs, aber ich weiß nicht, wo der hergestellt wurde. Der Stahlträger ist hier. Ich weiß nicht, was das erste ist, ein Ofen, das letzte ist die Produktionsstelle, ich weiß nicht, was das in der Mitte ist. Ah, hier oben, oder? Feuer der Dampfkessel. Brauchen wir Material? Nee, das ist sie nicht. Hä? Was ist das für ein Teil da in der Mitte? Schwer zu erkennen, ne? So einer ist es hier nicht. Habe ich da irgendwas übersehen? Nein. Da brauche ich Stahlträger. Ach, da fehlen auch alles Teile. Eisenplatten. 3 von 9 Eisenplatten brauchen wir dafür auch noch. Ja, da müssen wir die erst einsammeln, ne? Gucken, was hier so drin ist. Die sind ja immer vorhanden hier, ne? An der falschen Seite, genau so ist es. Zähne da, alles kein Problem. Oder ist es doch richtig und die machen die Stahlträger? Könnte natürlich auch sein, ne? Stahlträger machen die. Warte mal, wenn ich da genug reinlege, ne? Dann passiert was. Okay, ah ja. Das ist also nicht ein Bug, sondern da wird wahrscheinlich jetzt der Stahlträger produziert, ne? Kann das sein? Ja, der war da ganz kurz zu sehen. Alles klar. Das heißt, wir produzieren hier auch Stahlträger jetzt. So, dann nochmal in das Menü. Verbrennung, hier Stahlträger läuft. Wird in den Brennöfen auch hergestellt. So, dann muss ich nochmal zum Auto gucken. Der braucht Stahlträger und Eisenplatten. Verbrennungsmotorenbestandteil, das fehlt uns jetzt. Wo waren die? Hier. Da. Und da wird's hergestellt. Dafür brauchen wir einen Stahlträger und 2 Rohre. Warte mal, die Rohre können wir hier herstellen.
Jetzt fehlen uns wieder Eisenplatten. Okay, die müssen wir dann nochmal gerade besorgen. Nehmen wir die da mal gerade raus. Ah ne, da. Noch einbauen. So, die zwei habe ich. Und was musste ich jetzt noch haben? Einen Stahlträger brauche ich jetzt noch. Na, dann kann ich den herstellen. Blödsinn, ne? Ich will den nicht herstellen, sondern ich will da einen herstellen. Aber... Hektolonische Schaltkreise brauche ich und Eisenplatten. Gucken wir mal, was wir hier plündern können. Stahlträger, Eisenplatten. Da sind schon mal Eisenplatten. Und elektronische Bauteile. Haben wir die hier irgendwo drin? Nö, ist gerade nicht vorhanden. Und die werden da unten produziert und laufen hier auch schön durch. Da kommt gerade eins. Mhm. Oh, das ist schon vorbeigelaufen. Gut, zweites. Und drittes. Wie viel braucht man? Ah, zwei. Nee, Quack. Drei haben wir jetzt. Das heißt, ich kann da einen von bauen. War der jetzt der richtige? So, da fehlt es jetzt an Strom. Haben wir noch Stromleitungen? Ja. Die weg. Und jetzt richten wir hier was ein. Ja, ein blauer, ne? Und nicht so einer. Hat ja wieder gut geklappt. Sowas Doofes aber auch. Was muss ich denn dafür produzieren? Oder was kann der produzieren? Benötigtes Material? Ne, das brauche ich nicht. So, den kann ich aber machen. Ach so, ich brauchte erst den, um den anderen zu produzieren. Alles klar. Naja. Dumm gelaufen, ne? So, jetzt den blauen dahin. So. Jetzt so ein Roboter dahin. So, passt. Und was wollen wir bauen? Den Verbrennungsmotor. Machen wir. Könnte ich Module anbauen, habe ich aber nicht. Es müssen noch Rohre produziert werden. Wo produzieren wir Rohre? Gute Frage, ne? Ne, das war schon hier richtig. Rohre werden aus Eisenplatten einfach hergestellt. Wie kann ich das automatisieren? Wo ist denn jetzt der? Da ist er hingewandert. Den machen wir jetzt dahin. Gut. Und der soll Rohre produzieren. Auch gut. Und der Knickarmrotter befeuert ist doof. Quack, den. Machen wir da hin. Ist ausgewählt. Und ich musste jetzt noch einen von den anderen haben, ne? Nehmen wir einen gelben. Haben wir schon hergestellt, ne? So, jetzt müssten hier Eisenplatten vorbeikommen, damit er was produzieren kann. Aber die Eisenplatten kommen nicht vorbei, weil alle wahrscheinlich gerade Stahlträger machen, ne? Das war jetzt, glaube ich, Kupfer.
So, der da rein. Das heißt, es müsste hier Eisen vorbeikommen, damit ich... Ja, das ist schwierig, ne? Wir haben aber keine Eisenstätte mehr, oder? Ist hier unten noch Eisen? Doch, da ist noch Eisen. Aber der Erzförderer, der ist schon alle. Gut. Wo ist er, der Erzförderer? Da. So, den machen wir mal dahin. Weg. Förderband dahin. So, passt's. Und wir brauchen noch Strom. Und jetzt läuft er. So, und jetzt müsste dahinter ein Ofen hin. Den bauen wir gerade da oben ab. Inklusive dieser Teile. Kohle habe ich schon mitgenommen. Jetzt laufen wir schnell hier hin. Und gucken, dass wir den Ofen hier hinkriegen. Da steht der gut. Und der Roboter geht dahin. Und der dahin. Das passt. Und wir brauchen jetzt Kohle. Alles gut, oder? So, der Ofen läuft und es werden jetzt auch Stahlplatten produziert, die wir brauchen, ne? Hier keine, aber ist jetzt egal. Die gehen ins System rein und funktionieren dann auch. Zweiten könnten wir rein theoretisch da unten dran bauen. Machen wir das? Ja. Weg. Mitgenommen. Runtergegangen. So, und den zweiten Ofen können wir nur dahin machen. Ne? Aber doof. Dann müssen wir nochmal Strom ziehen. Und da sind sie. Quatsch, falsche Taste. So, das passt. Da rein und läuft. Jetzt hat er schon die erste Eisenplatte da weggenommen. Ich hoffe, er nimmt jetzt nur Eisenerz und nicht irgendwelche Eisenplatten nach. Sonst läuft das nämlich wieder verkehrt. Ja, er nimmt das passende, glaube ich. Gut, damit läuft die Produktion von Eisenplatten auch. Dann sollten irgendwann hier Motorteile vielleicht kommen. Da oben erstmal gucken, ob da Rohre hergestellt werden. In dem Moment, wenn da genug Platten sind, werden auch Rohre hergestellt, ne? Gut, er muss nur ablegen können, das ist das Problem. Und das kann er zurzeit nicht. Aber das kriegen wir auch noch hin, aber nicht mehr in dieser Folge. Deswegen würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.